Ein blutroter Himmel, irgendwelche Höllenrituale und natürlich unser unbekannter Held immer noch. Wir wissen immer noch nicht seinen Namen. Was heißt das natürlich? Es geht weiter mit Two Worlds. Im letzten Part haben wir die Enklave, die Hauptzentrale der Nekromanten gefunden. Und haben schon einige Quests erlebt hier. Unser Ziel ist es natürlich, uns mit der schwarzen Flamme der Anführerin oder, also ich glaube, es ist eine Anführerin, der Nekromanten zu treffen. Und ja, das werden wir auch machen. Aber davor nehmen wir jetzt nochmal ein paar Quests an und erfüllen wahrscheinlich sogar ein paar Quests. Hallo, Ito Tamaga. Du bist also der neue Bruder. Wie hast du von der Enklave erfahren? Tja, ich kenne eben die richtigen Leute. Ich hörte davon, dass du unseren Freunden im Norden geholfen hast. Leider können sie unser Glück nicht teilen, hier zu leben. Deine Taten haben mich sehr beeindruckt. Wieso wisst ihr eigentlich so viel darüber, was im Norden passiert? Immerhin lebt ihr ziemlich abgelegen. Die schwarze Flamme hat uns gelehrt, unser Wissen zu teilen, vor allem wenn es sich um wichtige Nachrichten handelt. Die schwarze Flamme muss sehr weise sein. Kann ich ihn sprechen? Wenn die Enklave dich nicht abstößt. Die Erde wird wissen, ob du einer von uns bist, und in diesem Fall wird die schwarze Flamme sicher mit dir sprechen. Kannst du dich etwas deutlicher ausdrücken? Im Moment musst du noch nicht verstehen. Die schwarze Flamme wird dich zur rechten Zeit in die Mysterien einweihen. Folge nur dem Pfad der Erleuchtung. Alles Weitere ergibt sich von selbst. Dann sag mir, was ich tun soll. Die Enklave wurde gegründet, um die Forschungen im Dienst der Heimsuchung fortzusetzen. In letzter Zeit hat es Schwierigkeiten gegeben. Wir wissen, dass die Störung durch Lebewesen verursacht wird, die unsere heiligen Plätze aufsuchen, aber bisher konnten wir sie nicht erwischen. Vielleicht weiß jemand von euren Plänen und versucht, sie zu durchkreuzen. Es wäre ein leichtes, diesen Platz dem Erdboden gleichzumachen. Das, Bruder, ist vielleicht nicht so einfach, wie du denkst. Aber wie auch immer, wir sind sicher, dass es sich lediglich um Tiere handelt. Sie müssen verschwinden. Zeig mir euren heiligen Platz. Ich trage ihn dir auf der Karte ein. Beseitige die Störung und beweise damit deine Ergebenheit für die Enklave. Du sprichst von der Enklave wie von einem Lebewesen. Aber nein. In der Enklave verkörpern sich lediglich alle kreativen Kräfte der Heimsuchung. Nur bedauerlich, dass die Gemeinschaft diese Tatsache so hartnäckig leugnet. Die Götter wünschen diese Welt nicht mehr für ihren Aufenthalt. Also muss sie sich verändern. Der richtige Weg dorthin? Die schwarze Flamme hat ihn in einer Vision gesehen. Wir müssen lernen, die Heimsuchung zu verstehen, um den Göttern den Weg zu bereiten. Aber die Priester dienen nur unwürdigen Gottheiten, deren Zeit der Vergangenheit angehört. Wir dienen den wahren Göttern. Mögen die wahren Götter mit dir sein, Bruder. Also mit etwas Glück wirst du bald einen Gott mal wieder treffen. Hey, der gute Aziral kommt mit etwas Glück bald wieder. Da würdest du dich doch freuen, oder? Oder? Nicht so. Habe ich mir gedacht, denn der Aziral, der Gott der Zerstörung, ist nicht so der beste Freund von allen Lebenden. So, da sind die zwei Hügel. Da ist die Nekromante. Habe ein Problem, bla 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 bla. So, da müssen wir dann dahin. Stimmt schon, oder? Sehe ich das richtig? Ja, ich sehe das richtig. Okay. Da ist der Nekromanten und da hinten ist das andere. Oh, da müssen wir in die Unterwelt. Oh nein, in der Unterwelt gibt es immer schlimme Zombies und Skelette. Hier gibt es schon schlimme Zombies und Skelette. Das ist ja das Allerschlimmste. Ich meine, der Golem, der war jetzt ehrlich gesagt nicht so der liebste und netteste Freund, den wir jemals getroffen haben. So. Okay. Langsam bekomme ich Angst. Ein fliegendes Gehirn. Oh. Okay, das fliegende Gehirn ist tot. Immerhin etwas. So, Reaper sind es. Also wenn es wirklich nur Reaper sind, dann habe ich kein Problem damit. Und Sinn. Dieses Viech sah sehr eklig aus, aber ist kein allzu großes Problem gewesen. So. Ach, das war's. Okay, wenn man so der Enklave es würdig erwiesen wird, dann bin ich ein bisschen von der Enklave enttäuscht. Ganz ehrlich. Also, da hatte ich ja natürlich schon schwerere Kämpfe.
Ich hätte mich jetzt das nicht. Also, ich freue mich natürlich, dass es nur so ein Kampf ist, aber ich hätte es irgendwie so erwartet, dass da irgendwie. Ja, besiege 20 Orks oder so. Das ist nicht mal mehr ein Spaß. Hallo, da vorne bei dem Knotenpunkt, da waren ungefähr 20. Okay, war da ein Skule. Ist ja eigentlich das Gleiche. So. Was sind das? Sind das Ghule? Sind das Skelettkrieger? Ich habe keine Ahnung. Ich finde es aber jetzt gleich mal heraus. Es sind tote Ritter. Auch gut. Ich mag lieber arme Ritter. Arme Ritter schmeckt gut. Ja, arme Ritter ist schon echt was Tolles. Tote Ritter, ne, nicht so das Wahre. Sind sogar stark. Mein Gegner, der mal nicht wieder grün markiert ist. Das ist schade. Grün markierte Gegner sind mir am... der hat mir Graffiti mal abgezogen. Der ist echt stark, der mit dem Hammer. Auf den muss ich aufpassen. So, Magie. So. Bam. So, der ist weg. Der stärkste ist schon mal weg. Und der, euch kriegen wir jetzt auch noch down. Zack. Sehr schön. Ach, der lebt ja noch. Oh, ein Schild. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir ganz klar mal mit. Oh. Was zur Hölle? Jetzt hat er mich fast hier getötet. So. Heilen. Heilen. Es wirkt. Ach so. Mir fällt irgendwie das gerade erst auf. Jetzt, seitdem wir unsere Magie verbessert haben. Ist es auch so, dass ja, unser Heilzauber um einiges stärker ist. Das war mir bis jetzt wirklich nicht bewusst. Ist aber natürlich sehr gut zu wissen. Und sollten wir uns vielleicht sogar mal merken. So, das stellt sich cool aus. Das benutzen wir. Feuersturm. Hört sich nett an. Shitstorm ist auch nicht so schlecht, oder? Hä? Egal. So. Passt. Dann gehen wir einfach hier den Weg weiter. Ich schätze mal, da kommen wir auch zu den Hügeln. Oh, da sind noch mehr von diesen toten Rettern. Die Viecher sind echt nicht zu unterschätzen. Naja, okay, schauen wir mal. Oh, verdammt. Das könnte schmerzhaft enden. Schluck deine Tränke und... Jupp. Bam. So, beschwören wir mal einen kleinen Dämon. Hallo, mein kleiner Dämon. Möchtest du mir mal bitte helfen und am besten alle von denen töten? Bezweifle ich, dass du es hinkriegst, aber kannst du mal schauen, was du so hinbekommst. Oh, der hat sogar gar nicht mal so schlecht Schaden gemacht. Der macht immer schon mal so viel Schaden wie wir, wenn wir keinen Volltreffer machen. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Also, das ist jetzt wirklich ernst gemeint. So, was war das für ein Trank? War das mal wieder ein Supertrank? Nee. Aber wir trinken mal einen Trank. Einfach so aus purer Langeweile. Und weil wir eh zu viele von denen haben. So, das Schild sieht hässlich aus. Und dann kann es weitergehen. So, ein Helm. Ach, schade, den können wir nicht kombinieren. Den nehmen wir mit dem Goldring. Und hier geht's weiter. So. Ah, ich habe mir echt gewünscht, dass die Gegner immer so schwach bleiben. Aber diese Ritter, die sind jetzt schon um einige stärker. Aber Leute, eine für mich traurige Nachricht. Scheiße. Zwei Hügel. Aber, für euch natürlich schöne Nachricht. Wir haben die 20 Stunden überschritten. Das ist natürlich eine große Zahl. Damit merkt man auch, dass... Das sind eigentlich viel zu viele. So, eindeutig viel zu viele. Komm, mach mal rein. So, Zauber. Eindeutig eine große Zahl. Merkt man schon, dass ich ein Suchtig bin. Aber es ist auch ein geiles Spiel. Ja, wir werden jetzt erstmal sterben. Null Chance. Ich hoffe, mein Dämon tötet ihn mal. Ich bezweifle es. Sind wir weit weg gespawnt? Nee, okay, geht. Das waren aber auch ein paar zu viele Gegner, so wie ich das sehe. Ich meine, die Gegner sind an sich schon mal gar nicht so leicht und das waren 30, 40 von denen. Naja, so kann man spielen. Unfair, überpowered, so macht das Spiel Spaß. Ha. Warum merke ich diesen Spaß nicht? Okay. Aber komm. Wo ist jetzt eigentlich Gorgamann? Das müssen wir doch von hier aus sehen, oder? Da hinten, schätze ich mal. Oder? Schauen wir mal auf die Karte. Also, wenn wir da hinschauen, da müsste irgendwo Gorgamann sein. Naja. Dauert noch eine Weile, bis wir da hinkommen. So. Da ist noch ein Nekromantenturm. Ich wette, wenn wir da hingehen, obwohl wir jetzt mit den Nekromanten hier eigentlich gut freund sind, werden die uns trotzdem wieder angreifen. Ich glaube, ich kämpfe jetzt doch lieber nicht mehr gegen die Ritter. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust darauf. Ach, scheiße, ich hoffe, sie sehen mich nicht. Ja, sie sehen mich. Lauf. Nicht festbacken. Laufen! So, geht doch. So, und jetzt hier einfach runter... Oder... Kann man da... Ich hoffe einfach, wir kommen da irgendwie hin.
aktive Quest in die Unterwelt. Verdammt. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh. Hä? Okay. Verdammt, wir müssen da oben rum. Sehr schön, sehr schön. Oder es kann natürlich auch sein, dass da unten ein Weg ist. Hä, ich weiß gerade echt nicht, wo ich lang muss. Aber ich schätze mal, wir müssen da oben durch. Oh, da sind diese hässlichen fliegenden Gehirne. Okay, aber diese sind echt saumäßig schwach. Die sind wirklich nicht das Problem. Also sind saumäßig ätzend aus. So, und dazu machen sie immer noch so eklige Geräusche. Warum haben die alle Zauberstäbe dabei? Wie zaubert das Viech bitte? Na, egal. So. Mitgenommen, mitgenommen. Und jetzt müssen wir uns doch nochmal da oben versuchen rumzukämpfen. Ah, das ist ärgerlich. Ich habe ehrlich gesagt da gar keine Lust drauf. Diese Viecher sind echt stark, diese Totenritter. Und dazu sind es halt so viele. Ich meine, wenn es jetzt so 5 oder 10 wären, aber das sind mindestens 20. Juhu! Leute, wir haben die 20 Stunden überschritten. 20 Stunden. Din, 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 din. Wie Part sind das? Ich schätze mal so, der 80. Part. Ist das schon mindestens? Ja, okay, sowas um die 80 könnte es wirklich sein. Dann passt es ja halbwegs noch so. Ah, es wäre halt so cool, wenn ich halt nur mal einen anlocken könnte. Und nicht immer gleich 1000. So. Verdammt. Ich könnte ja versuchen, die in die Enklave zu locken. Das wäre eigentlich eine super Idee, aber so weit folgen die mir nicht, oder? Und wenn, es ist mir viel zu zeitaufwendig dazu noch. So, schluck kleine blöden Tränke. So, sind immer noch gut 10. So, schnell noch einen Mana-Trank. So, weggehauen. Weggehauen. Ah, geht doch mal down. So, erstmal wieder 5 Mana-Tränke getrunken. Den weggehauen, den weggehauen. Komm, warum kann ich nicht immer einen kritischen Treffer haben? So. Verdammt, das hat wehgetan. Zack, der sollte weg sein. Der ist auch weg. So. Lebenstrank, Lebenstrank. Na, es werden schon weniger. So, 2 sind wieder down. Der ist auch gleich down. Aber jetzt sind es nur noch 2. So, und die bekommen wir auch ohne Zauber und Magie down. Bam! Leute, wir haben es geschafft. So, das ist immer noch meine Lieblingsstrategie. Hüpfen, im Kreis rumlaufen und hoffen, dass die Gegner irgendwie in mein Feuer laufen. So, die Siegerstrategie hat mal wieder geklappt. Die Siegerstrategie besonders. Beim ersten Mal gnadenlos untergehen und beim zweiten Mal rumschreien und hoffen, dass sie mich nicht treffen. So, Schutz vor Feuerschaden wird erhöht. Das ist aber schön. Aber irgendwie habe ich vor Feuerschaden nicht so viel Angst wie vor allem anderen. Und dazu habe ich eh schon Feuerschild. So, immer noch ein paar Diamanten. Ich weiß nicht, warum tote Dinger Diamanten haben. Warum können wir den schon wieder nicht kombinieren? Bäh. Ich will den gefälligst kombinieren. Ja, Kilgoreng können wir kombinieren. Obwohl, das Kilgoreng ist eigentlich richtig schlecht. Aber egal, es sieht cool aus. Es sieht cool aus und das macht doch alles weg. Ein kleiner, stumpfer Hammer. Ganz ehrlich, die haben so schlechte Waffen und hauen trotzdem so unglaublich rein. Ich hasse das. So. Wir können ja ganz kurz mal schauen bei Luftmagie. Können wir sie eigentlich schon beschwört einen Seelenverteidiger, der alle Gegner angreift? Den benutzen wir jetzt mal. Drrr, Level der beschworenen Kreatur 22. Super, 22. Wow. Das ist jetzt ehrlich gesagt gar nichts, aber egal. Mana-Verbrauch um 30, verlängert Magie-Dauer. Das ist, ey, Level 22 ist ja, das ist echt nichts. Ich meine, hallo, wir sind Level 50. 50. Naja, wir können es mal sehen als Alternative zu unserem Dämon. Wir können ihn ja gleich mal beschwören. Vielleicht sind da ja noch ein paar. Seelenwächter. Man sieht ja nicht so eklig aus wie der Dämon. Das ist schon mal etwas. Apropos, wir sind in diesem Spiel noch gar nicht auf Dämonen getroffen. Da freue ich mich natürlich, gell? Dass die auch noch kommen werden. Oh. Es wird so grässig, es wird so grässig. So, ein kleiner Mana-Schein. Was ist das? Oh nein. Das ist ein lebendes Tier, oder? Hä? Apropos Dämon. Leute, apropos Dämon. Scheiße, da oben ist ein Dämon. Aber der hat sich da festgebackt und sollte hier nicht herüberkommen. Das finde ich gut. Oh. Aber Leute, wisst ihr, was ich dafür gefunden habe? Einen anderen Dämon. So, du kannst dich mal töten hier, meine Bogenschützin.
So, ich halte ihn mal ein bisschen. Lass mich raten, er wird mich mit einem Schlag töten. So. Die schießt mal ein bisschen von hinten auf ihn drauf. Sollte dem so gut wie keinen Schaden machen, aber egal. Zack, zack, zack. Wisst ihr was? Ich mache jetzt noch meinen Berserker an. Weil es ist eh scheißegal. Wir sind eh mit einem Schlag down, aber so machen wir ihm immerhin mehr Schaden. Ey, das ist an sich eine super Idee. Das sollten wir echt öfters machen. Mal sehen. So, eine Karte. Zack, zack, zack. Und das Flügelhorn von irgendwas. Das sollte ich mir aber mal merken. Weil... Okay. Warum backt er sich da drüben fest? Haha, du backst dich fest. Und jetzt komme ich hier doch nicht zu dem... Ey, ich finde diesen blöden, den blöden Eingang nicht. Nervig. Komplett umsonst hier oben alle Gegner weggeklöppelt. Naja, dann müssen wir halt jetzt nochmal runtergehen und nochmal runter und nochmal runter und dann sollten wir irgendwann mal doch hier rumgehen und dann sollten wir irgendwann mal den Eingang da finden in den Graben. Ganz ehrlich, das, warum so umständlich? Das sind ein paar Orks. Ach, weißt du was ich... Nein! Das ist ein... Golem. Du bist so ein Honk. Du bist ja so ein dummer Honk. So, machen wir unseren aktiven Modus an. Super. Ihr seht schon, wie viel Schaden wir ihm wieder machen. Geil. Geil. Ein Schlag. Down. So, der Malischan. Ah, der ist nicht weit weg. Dann passt alles. So, kurz durchhalten. Komm, heil dich. Hoppi, hoppi, hü. So, keine Lust mehr. Ah, ich hasse diese Viecher. Ganz ehrlich. Wir können jetzt mal Nekromanten verdienen. Giftklinge. Deine Giftschade. Regeneriert einen Schutz. Lebenskraft. Hieb Lebenskraft für einen bestimmten Zeitraum an. Das können wir mal testen. So. Gehen wir jetzt einmal da runter. Und dann versuchen wir nochmal unser Glück. Oh, Leute, warum müssen hier überall so viele Golems sein? Das ist echt nervig. Ich meine, die Orks und die Toten Ritter machen wir schon genug Probleme. Aber dann hier noch diese verdammten... diese verdammten Golems. Das ist echt störend. Naja, Leute, wir haben wohl keine Wahl. So, diesmal schaue ich erstmal nach unten, bevor ich runterspringe. Da ist eine Mana-Quelle und ich sehe hier keinen Gegner. Sehr schön. Blub. Und blub. Apropos kein Golem. Leute, wir machen einen kleinen Cut und dann im nächsten Part gibt es mehr Golems, mehr Action und noch mehr Tode. Bis dahin, euer Dem Superfix.